Metz Arbeit und ein riesiger Aufwand für dieses verschlafene Nest. Die Kapitelle der Vorhalle zeigen das typische Bildprogramm des Mittelalters. Biblische Szenen wie die Wächter am Grab Christi, die im Stehen eingenickt sind. Der Ritter im Kettenpanzer fällt da schon aus dem Rahmen. Ein Templer vielleicht? 1310, bei den Templerprozessen, stellte eine Untersuchungskommission fest, dass der Orden keine Güter in Caracena besaß. Warum aber hat man überhaupt in diesem versteckten Winkel nach ihm gefahndet? Merkwürdig sind auch einige Bildsteine direkt unterm Dach. Ein Fabeltier schießt mit Pfeil und Bogen auf einen Kopf. Das Gesicht ist total verunstaltet. Jemand, der sich die Ohren zuhält, aber den Mund zum Schrei geöffnet hat. Man wird nicht schlau daraus. Das da oben, meint der Bürgermeister, sei ein Gorilla. Der Kunsthistoriker widerspricht. Woher sollte ein spanischer Bildhauer des 12. Jahrhunderts einen Menschenaffen kennen? Nein, es ist ein Kopf, der aus drei Gesichtern besteht. Höchst ungewöhnlich. Eine Sensation. Wir haben Baphomet gefunden. Das Götzenbild, das die Templer angeblich anbeteten. Kein Ungeheuer, sondern ein mysteriöses Symbol der Dreifaltigkeit. Ein Wesen, das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in sich vereint. Einen ähnlichen Kopf gibt es nur noch in England. Im Inneren der Kirche entdecken wir weitere Hinweise auf den geheimnisvollen Templerorden. Diese alten Steinplatten stammen von einem Grab im Boden. Irgendwann hat man sie an der Wand befestigt. Ein paar Stücke fehlen. Die lateinische Inschrift ist unvollständig, aber immer noch höchst aufschlussreich. Pertenebat ad malam secta. Er gehörte der üblen Sekte an, steht da. War der Tote ein Templer, der zu einer Zeit starb, als der Orden in die Schusslinie geriet? Dann heißt es weiter: Ich auro facta. Was da aus Gold gemacht war, erfahren wir nicht, weil die erklärenden Wörter fehlen. Man kann es sich aber gut vorstellen, wenn man die mittelalterlichen Kirchenschätze Kastiliens sieht. Die Jagd auf die Templer, die Mitglieder der üblen Sekte, begann in Frankreich und griff von dort rasch auf die Nachbarländer über. Sogar in Spanien, wo sie hoch angesehen waren, belagerten ab 1308 königliche Truppen ihre Burgen, beschlagnahmten Grund und Boden und setzten ihre Kapellen in Brand. In den Flammen gingen auch wichtige Schriftstücke des Ordens verloren. Gerade der Mangel an echten Dokumenten machte die Organisation noch undurchschaubarer und geheimnisvoller. Die Inquisition schnüffelt unangemeldet in ihren Häusern. Hauptsächlich sind es Dominikaner und Franziskaner. Einer berichtet als Zeuge von einem merkwürdigen Vorfall, der in die Prozessakten eingeht. Man überrascht einen Templer beim Lesen. Als er merkt, dass er beobachtet wird, verschließt er das Buch hastig in einem dreifach gesicherten Versteck. Auf die Frage, warum er das tue, erklärt er, wenn dieses Buch in die falschen Hände käme, würde das seinem Orden ungeheuer schaden. Was war so gefährlich an den Büchern der Templer? Wir wissen es nicht, weil wir die Inhalte nicht kennen. Das meiste Material aus den Schreibstuben des Ordens wurde vernichtet oder in alle Winde zerstreut. Unauffindbar bis heute.
Wen wundert es dann, dass in einem Land, wo die Natur selbst bizarre Märchenwelten geschaffen hat, mit der Zeit immer mehr Sagen und Legenden über die Templer entstanden? Meist sind es unheimliche Geschichten, die der Volksmund über Jahrhunderte weitergab und die den schlechten Ruf der Ordensritter bis in die Gegenwart prägen. Da hinten in Castillejo de Robledo, da tötete vor langer Zeit ein Templer aus Habsucht seinen Komtur Fray Cristobal. Kurz nach dem Mord aber bereute er die Tat und wollte bei einem Priester beichten. So bestieg er sein Pferd und ritt zur Pfarrei nach Valdanzo. Doch eine schwarze Wolke verfolgte ihn und auf halbem Weg traf ihn der Blitz, der seinen Körper völlig verkohlte. Er starb, ohne sein Verbrechen gebüßt zu haben. Handfester Beweis, dass Castillejo eine Templerbastion war, ist ein Steinfragment aus dem Mittelalter. Die Inschrift in gotischen Großbuchstaben nennt einen Fray Diego. Den Titel Fray trugen damals nur Brüder des Templerordens. Das Kastell auf dem Hügel ist heute stark zerfallen. Indizien für einen typischen Templerbau findet man nicht mehr. Direkt darunter liegt die Kirche aus dem 12. Jahrhundert, um die sich die Häuser wie eine Herde gehorsamer Schafe drängeln. Vielleicht hatten die Templer beim Bau dieser Kirche ihre Hände im Spiel, denn der Triumphbogen zeigt die arabische Hufeisenform. Und auf den Resten der alten Wandmalerei ist ihre Burg mit einem Ritter zu sehen. Eine 300 Jahre alte Urkunde beschreibt das Gotteshaus mit den Versen: La iglesia con calvarios parece fue de templarios que habitaron esta tierra. Das heißt, die Kirche mit den Kreuzwegstationen gehörte wohl den Templern, die dieses Land bewohnten. Außerdem wird hier eine sehr seltene Reliquie aufbewahrt, die gerade die Tempelritter besonders verehrten. Ein Splitter aus dem Kreuz Christi. Dann kursiert da noch immer das Gerücht, zwischen Kirche und Burg gäbe es einen unterirdischen Verbindungsgang, einen Fluchtweg für Notzeiten oder einen geheimen Stollen, in dem man ungesehen kostbare Schätze verschwinden lassen konnte. Nach mehreren Probegrabungen wissen wir, dass dieser Tunnel nie existierte. Doch an einer anderen Stelle auf dem Burghügel werden wir fündig. Die Dorfbewohner sind genauso gespannt wie wir. Da muss ein Gang direkt zum Fluss runterführen, meint die Frau. Die Sache wird jetzt etwas gefährlich, denn nur wenige Schritte neben dem vielversprechenden Loch geht es 20 Meter senkrecht nach unten. Da unten säumen Bäume die ausgetrocknete Rinne eines Flüsschens, das einst richtig Wasser führte. Die Arbeiter sind auf einen Hohlraum gestoßen. Und der gehört zu einem längst vergessenen Schacht, der vor Jahrhunderten durch den Berg getrieben wurde. Er endet am Fuß des Burghügels, nahe dem Fluss, in einem Lagerschuppen, der ständig verschlossen ist. Wir durften hinein. Selbst die ältesten Einwohner von Castillejo können sich nicht an diesen Geheimgang erinnern. Ganz sicher ist er ein Werk der Templer. Und noch etwas in diesem Ort verrät die Handschrift des skandalumwitterten Ordens. Zwei Bildsteine an der Kirchenapsis, die das Allerheiligste umschließt. Hoch unterm Dach, wo sie der flüchtige Betrachter nicht gleich bemerkt, da treiben es zwei Paare eindeutig miteinander.
Als Schmuck an einem Gotteshaus ist das ein starkes Stück. Kein gut katholischer Bildhauer des Mittelalters hätte hier eine Sexszene gewagt.